Moin Leute und hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Pixelsheep. Es ist mal wieder Zeit für ein kleines, feines Tutorial und heute zeige ich euch, wie ihr eine Facecam für eure Let's Plays bekommt und das Ganze komplett kostenlos. Wenn wir fertig sind, wird das Ganze ungefähr so aussehen wie das, was ihr gerade im Hintergrund seht und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und legen los. Und ich wünsche euch wie immer natürlich viel Spaß. Alles, was ihr braucht, sehen wir eigentlich auch schon jetzt hier direkt vor uns. Das wären einmal ein PC, ein Handy, ein Stativ und natürlich noch am besten ein Abo von diesem Kanal. Aber das solltet ihr natürlich alles schon längst haben. Also legen wir los und stellen das Stativ inklusive Handy auf. Am besten nutzt ihr dafür noch eine kleine Handyhalterung. Wenn ihr gerade keine zur Hand habt, ist das auch nicht so schlimm. Dann müsst ihr halt ein bisschen balancieren. Aber ich verlinke euch die Halterung einfach mal sicherheitshalber unten in der Videobeschreibung. Ich würde euch außerdem empfehlen, die Frontkamera eures Handys zu nutzen. Denn klar, da ist die Qualität vielleicht ein bisschen schlechter. Aber man muss auch bedenken, die Facecam wird am Ende über dem Gameplay nur relativ klein eingeblendet, das heißt die Qualität ist auch nicht so unglaublich wichtig und vor allen Dingen könnt ihr euch mit der Frontkamera während der Aufnahme selber sehen, was extrem praktisch sein kann, sollte eure unwiderstehliche Frisur mal nicht perfekt sitzen. Und dann kann es prinzipiell auch schon losgehen. Ihr startet einfach ein Aufnahmeprogramm eurer Wahl, das Video dazu ist hier oben rechts nochmal verlinkt und natürlich auch noch ein Spiel, in meinem Fall hier Forza 4. Dann startet noch schnell die Aufnahme vom Handy und schon könnt ihr eure Zocking-Session beginnen. Seid ihr dann irgendwann fertig, dann beendet ihr natürlich einfach die Aufnahme am Computer und die Aufnahme am Handy und übertragt dann die Aufnahmen vom Handy eben auf euren Computer. Habt ihr das gemacht, dann importiert ihr diese beiden Aufnahmen in das kostenlose Schnittprogramm DaVinci Resolve. Das ist extrem, extrem geil und komplett kostenlos. Das Video dazu ist hier auch oben rechts nochmal verlinkt. Guckt euch das am besten an. Und in diesem Schnittprogramm werden wir jetzt die Gameplay-Aufnahme sowie die Facecam-Aufnahme synchronisieren. Ganz wichtig, ihr müsst das Gameplay zuerst importieren und zuerst in die Timeline ziehen, denn euer Gameplay wird wahrscheinlich eine höhere Framerate haben als das Video von eurem Handy. Das ist ganz wichtig, sonst macht DaVinci Resolve damit ein bisschen Mist. Und wie machen wir das jetzt mit dem Synchronisieren? Das klingt wahrscheinlich am Anfang erstmal ziemlich kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Denn hier kommt ein kleiner Tipp ins Spiel. Während eurer Aufnahme, am besten direkt am Anfang, nehmt ihr kurz das Handy ab und filmt damit eben euren Bildschirm und macht irgendwas Besonderes, zum Beispiel wild in der Gegend rumhüpfen oder schießen oder was auch immer in dem Spiel gerade geht. Ich zum Beispiel habe hier im Hauptmenü einfach hoch und runter bewegt, um eben etwas zu haben, was sowohl auf der Handyaufnahme drauf ist, als auch auf der Gameplay-Aufnahme. Wenn ihr dann wieder zurück in DaVinci Resolve seid, dann guckt ihr einfach, dass ihr genau diese Stelle wiederfindet. Ich habe hier zum Beispiel erst bei der Facecam-Aufnahme genau das Bild rausgesucht, was das letzte Bild ist, bevor sich eben meine Menüauswahl im Hauptmenü bewegt. Dann habe ich die obere Seite bzw. das obere Video hier ausgeblendet und genau die gleiche Stelle im Gameplay gesucht und dann beides so gekürzt, dass sie an dieser Stelle eben anfangen und zusammengeschoben. Dadurch sind jetzt Facecam und eben das Gameplay synchron und wir können beides wieder einblenden. Wenn dann beides wieder eingeblendet ist, dann klickt man einfach oben auf die Facecam, geht oben rechts auf das Inspector-Tool und geht hier auf Zoom und zieht das da einfach ein bisschen kleiner, damit eben die Facecam nicht das ganze Bild bedeckt. Dann können wir das Ganze mit der Position X und Y genau dahin schieben, wo wir es haben wollen und sind prinzipiell mit dem kompliziertesten Part auch einfach schon fertig. Dann haben wir den schwierigsten Part auch schon hinter uns und schneiden dann im Bestfall den Anfang, den wir nur fürs Synchronisieren benutzt haben, eben einfach noch raus und können dann auch schon in den Delivery Tab gehen, um das Ganze zu exportieren. Und schon ist unser kleines Let's Play mit Facecam fertig und das komplett kostenlos. Und wie das Ganze jetzt am Ende im Endergebnis wirklich aussieht, das zeige ich euch jetzt nochmal kurz. Und hier habt ihr dann nochmal das Endergebnis. So sieht das Ganze also aus, wenn ihr dann fertig seid. Und ich würde euch aber auf jeden Fall ans Herz legen, wenn ihr noch ein bisschen Geld habt, dann nehmt das und investiert das auf jeden Fall in ein Mikrofon. Denn ihr hört schon, der Sound gerade, der vom Handy kommt, ist nicht besonders gut. Und das liegt daran, dass dieses Tutorial einfach komplett kostenlos sein soll. Das heißt, die einzige Audioaufnahme, die wir gerade zur Verfügung haben, ist eben das Mikrofon vom Handy und das klingt nicht besonders gut. Ich lege euch ganz klar ans Herz, wenn ihr Let's Plays aufnehmen wollt, dann investiert die paar Euro und kauft euch definitiv noch ein extra Mikrofon. Ein Video dazu findet ihr hier nochmal verlinkt, denn eure Zuschauer werden es euch auf jeden Fall danken, denn eine gute Audioqualität ist auf jeden Fall schon mal die halbe Miete, wenn nicht sogar mehr. Man sieht ja schon, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, hier gleichzeitig zu spielen und was zu moderieren. Aber ich würde euch auch ans Herz legen, wenn ihr das Ganze dann macht, dann tut euch den Gefallen
und räumt den Hintergrund ein bisschen besser auf, als ich das hier gerade gemacht habe. Aber generell ist das hier so die Qualität, die ihr erwarten könnt. Und so habt ihr richtig cool, zügig und vor allen Dingen kostenlos Facecam in Form eures Handys. Und ich würde sagen, wenn euch dieses Video weitergeholfen hat, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like und gerne auch ein Abo da. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich sonst noch für Videos machen soll oder Tutorials. Sonst guckt euch gerne auf dem Kanal, wie gesagt, um. Da findet ihr noch mehr Tutorials zum Thema Videoproduktion und Schnitt. Teilt das Video auch gerne mit den Leuten, die es auch betreffen könnte, die vielleicht auch was davon haben. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Nacht, Abend, was auch immer. Bis dahin, macht es gut. Ciao.